Hallo und willkommen zurück zum zweiten Teil von der Serie Spieleentwicklung. Es hat leider etwas länger gedauert, als ich gedacht habe. Liegt daran, dass ich, ja, ihr hört es schon, ein bisschen anders klinge, nämlich einfach total krank bin und ja, teilweise 15, 16 Stunden geschlafen habe am Tag. Es ging einfach gar nichts für mich, hat voll der Grippevirus erwischt. Aber ja, gut, jetzt geht es wieder einigermaßen. Deshalb, ich denke mal, ich kriege das Ding hier diesmal zumindest mal aufgenommen. Ja, und zwar der zweite Teil geht es im Prinzip um die Voraussetzungen, um ein Spiel zu entwickeln. Also um ein großes Spiel zu entwickeln. Kein Hobbyprojekt. Ja, was brauche ich also? Wir hatten ja im vorherigen Teil schon ein bisschen über die Engines geredet. Das ist natürlich ein zentraler Bestandteil auch. Das kommt so ein bisschen hier mit rein. Das kommt aber erst später. Und zwar das erste, was man eigentlich braucht, kann sich ein bisschen streiten. Das erste oder das zweite, die zwei können sich eigentlich wechseln. Ich fange jetzt einfach mit einem an, zwar ein Anforderungsdokument, in dem im Prinzip, das ja, muss man irgendwo mal geschrieben werden, in dem dann steht im Prinzip, was für ein Spiel soll es werden. Soll es ein Ego-Shooter werden, soll es ein Science-Fiction-Spiel werden, soll es ein Science-Fiction- oder Ego-Shooter einer der Vergangenheit, soll es ein Adventure werden, soll es ein Action-Spiel werden, ein Rollenspiel, ein MMO, ein was weiß ich was alles. Dann auch, welche Besonderheiten hat es, das gehört auch da rein, also was hebt es ab von anderen Spielen? Gibt es spezielle Waffen, gibt es spezielle Items, spezielle Fähigkeiten, ein spezielles Level-Design, irgendwas, also einfach, was hebt das Spiel hervor? Damit man weiß, wenn man es durchliest, okay, darum geht's. Dann auch, welche Möglichkeiten hat der Spieler? Da kann man dann später noch ein bisschen genauer drauf zurück. Wobei im Prinzip, ja, also welche Möglichkeiten hat der Spieler? Also kann er sich frei bewegen? Ist es eher Schlauchlevels? Soll er interagieren können? Oder ist es nur ein Shooter, bei dem ich bumm bumm mache und fertig? Hat er vielleicht ein Messer? Wenn ja, im Fall von Battlefield soll es eine Animation geben? Ja, nein. Ja. Dann Zwischensequenzen, zumindest immer grob angerissen. Wann die kommen sollten oder welche es geben soll, wie die aufgebaut sein soll, einfach damit man dann später sagen kann, was man braucht. Dann ist natürlich auch wichtig die Richtung von der Geschichte. Also ist es zum Beispiel ein Mehrteiler, also zum Beispiel das ist so Teil 1 oder Teil 2. Wie setzt sich das dann fort? Wohin geht das Ganze? Ist es eine Story um meine Person, um eine andere solche? Keine Ahnung. Mann rettet Frau, Frau rettet Mann. Kämpft sie alleine durch den Dschungel, hops durch die Gegend, die Außerirdischen sind gelandet. Also irgend sowas in der Richtung, dass man einfach mal weiß, okay, was für eine Story soll ich damit später ein Storyschreiber sagen kann, okay, da bastle ich jetzt was Schönes draus. Dann auch, was für eine Welt ist es? Also ist es eine Fantasy-Welt, spielt sie im Hier und Heute? Wie groß soll die Welt sein? Ne? Ist es eine Science-Fiction-Welt? All diese Sachen muss man hier mal irgendwo mit definiert haben. Na, ein Anforderungsdokument beschreibt es nicht unbedingt. Es gibt noch ein Pflichtenheft eigentlich normalerweise später. Also Anforderungsdokument beschreibt noch nicht die Details. Es geht da mehr darum, was man grob möchte. Ja? Und was braucht man vor allen Dingen? Auch beim Multiplayer. Ne? Also gibt es einen? Ja, nein. Welche Spielmodi? Welche Unterschiede zum Hauptspiel? Also zum Beispiel andere Level. Begrenzte Interaktionen, was wir überhaupt tun können in dem Multiplayer, wenn es nicht ein reiner MMO ist oder eh ein reiner Multiplayer. Dann auch so ein bisschen die grafische Ausrichtung, soll es zum Beispiel eher ein Cartoon-Spiel sein oder das ist so, ja, so ein Shader-Spiel wie Borderlands zum Beispiel oder ganz niedlich wie Monkey Island oder soll es knallhart realitätsnah sein wie Battlefield. All das gehört mal so ein bisschen in das Anfangsdokument rein. Das sind so mal meine Gedanken dazu. Gibt sicherlich noch mehr, aber ihr seht schon, da kann man schon, denke ich, eine ganze Menge schreiben, um überhaupt mal anderen Leuten erklären zu können, was in die Hand geben zu können, sagen können, so soll es aussehen. Ja, ansonsten bräuchte man natürlich noch eine Planung. Wie gesagt, das könnte auch das Erste sein, dass man sagt, okay, wie lange brauche ich das Anforderungsdokument, Pflichtenheft und so weiter. Lastenheft, was weiß ich, was man alles noch machen muss. Man kann natürlich auch erstmal ein Anfangsdokument schreiben, dann eine Planung aufstellen und dann in die konkreten Umsetzungsteile gesagt, komm. Na, also kann man sich ein bisschen heben, wie man will. Das ist, glaube ich, eine Frage, eine philosophische Frage. Ja, eine Planung. In der Planung gehört natürlich rein, wie lange soll der Entwicklungszyklus sein. Also
Habe ich jetzt vor, 10 Jahre zu entwickeln, wie Duke Nukem? Oder möchte ich es in einem Jahr abschließen? Habe ich vielleicht nur ein halbes Jahr Zeit, ne? Also so ein bisschen die Richtung, wie viele Personen sollen daran beteiligt sein, damit ich auch später noch ein bisschen Budget im Prinzip ausrechnen kann. Also was kostet mich der Spaß? Und welche Rollen müssen besetzt werden? Ne? Also ich brauche auf jeden Fall mal Projektmanager, ich brauche auf jeden Fall mal Entwickler. Ich brauche im Regelfall noch Grafiker, ich brauche im Regelfall noch Level Designer, ich brauche im Regelfall noch Musikanten, Toningenieure, eventuell Sprecher und so weiter und so fort. Also all dies sollte man hier mit reinnehmen. Ja, dann geht es im Prinzip auch für die Umsetzung relevante Fragen zu klären, nämlich, jetzt kommen wir wieder auf den ersten Teil der Serie, zum Beispiel eine Definition einer Engine. Also schreibe ich sie selbst oder nutze ich eine bestehende? Ich muss ja nicht alles neu entwickeln, es gibt ja genügend gute am Markt. Wenn ich jetzt eine bestehende nehme, dann ist natürlich wichtig, was für eine nehme ich. Auch im Prinzip ist sehr wichtig, welche Tools verwende ich, um alles zu machen. Also das fängt dabei an, welche Entwicklungsumgebung. Die müssen nicht untereinander so kompatibel sein. Vielleicht hängt auch die eine oder andere Entwicklungsumgebung auch davon ab, was für eine Sprache ich benutze. Vielleicht hängt die eine oder andere Entwicklungsumgebung auch davon ab, was für eine Engine ich nutze. Also es gibt ja auch Engines, die die Entwicklungsumgebung quasi komplett mitliefern. Da ist alles in einem. Ja, ansonsten, welche Grafikprogramme brauche ich? Welche Animationsprogramme brauche ich? Welche Soundprogramme brauche ich? All das sind Themen, die sind relativ wichtig, weil die kosten alle Geld. Die Programme kosten Geld. Die Leute, ich muss die Leute danach rausziehen können, die ich benötige. Daran kann ich ableiten, was ich für Leute brauche. Also wenn ich jetzt sage, ich nutze eine C-Entwicklung, also Programmiersprache C, dann kann ich natürlich keinen Entwickler ranholen, der, keine Ahnung, in seinem Leben nie ein C-Programm gesehen hat, alles in Assembler geschrieben hat oder umgekehrt. Also muss schon ein bisschen gucken, dass es zueinander passt. Genau wie bei Grafiktools, wenn ihr einen nur Photoshop oder 3D-Paint oder ähnliches nimmt, den kann ich dann nicht irgendwo ansetzen und sagen, jetzt machst du mir mal im Maya 3D die ganzen Grafiken zusammen. Da wird er ziemlich Schwierigkeiten haben. Er wird es zwar irgendwann rauskriegen, kein Problem, aber es kostet Zeit und die haben wir eigentlich nicht. Also das sind so also Themen, die sollte man vorher ein bisschen abgeklärt haben. Ja, ansonsten kann ich mir dann auch Gedanken machen um die Erstellung der Komponenten, nämlich ein Drehbuch. Also einfach mal hergehen und sagen, okay, ich habe hier eine Idee, ne? Mein Anfangsheft. Guck mal rein, da ist ein bisschen die Geschichte beschrieben. Fang schon mal an, baue mal eine Geschichte drumherum. Ziemlich wichtig für Singleplayer oder für MMOs zum Beispiel, dass man auch so ein bisschen weiß, nach was die Handlungsstränge gehen. Und anhand von diesem Drehbuch wiederum kommen dann auch wiederum Konzeptgrafiken und Storyboards raus. Anhand dieser kann ich dann auch meine Figuren designen, kann ich dann im Prinzip auch ein bisschen die Welt im Prinzip genauer machen. Weil ohne diese Sachen kommt man eigentlich nicht weiter. Also man kann natürlich tief ins Blaue hinein entwickeln, aber wer das schon mal probiert hat, wird es schnell merken. Es wird was, aber es wird nie das, was man wollte. Nie. Deshalb, gerade wenn mehrere Leute beteiligt sind. Das ist schon ziemlich wichtig. Ich kann mir da auch schon mal Gedanken machen, welche Töne ich brauche und entsprechende Tonstudios beauftragen oder auch selber machen, je nachdem. Ja, also im Fall von COD zum Beispiel nehme ich eine Paintball-Kanone, gehe aufs Klo und schieße ein paar Mal, nehme das einfach mit dem Mikro auf. Dann klappt das wunderbar. Wichtig sind auch Sprachausgaben, also dass ich Texte schon fertig habe, dass ich Sprecher zum Beispiel mir besorge. Und so weiter, dass man das, ja, das kann man vorbereiten, schon mal tun. Man kann auch zumindest mal gucken, wo die Sprachausgabe rauskommt und dafür auch die entsprechenden Szenen vorsehen, dass das schon mal definiert ist. Auch Musik ist zum Beispiel wichtig, dass ich da orchestrale Musik zum Beispiel schon mal mit einem Orchester umschauen lasse oder umschaue oder ansonsten irgendwo mir Lieder einkaufe oder einen Auftrag gebe oder was auch immer. Ja. Natürlich, habe ich ja schon gesagt, es gibt auch gewisse Konzeptgrafiken. Das ist natürlich auch die Frage von konkreten Grafiken und konkreten Texturen. Ich kann zwar ein Level erstmal designen, anhand der Konzeptgrafiken auch schon mal so irgendwo einen mal ranlassen, der schon mal irgendwas tut, aber ja, ich brauche dann irgendwann auch mal so ein bisschen was nach irgendwas aussieht und nicht nur einfach ein weißes, bewegendes Etwas ist. Ja. Standardmäßig sehen die Welten dann meistens weiß-grau aus, so in so einem
Shader-Modell, Schatten-Weiß-Körpermodell. Man könnte sagen, es ist in etwa wie bei Mirror's Edge. Ja, also das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Man kann sich auch erstmal mit Platzhaltern arbeiten, aber auf jeden Fall sollte man sich darum schon mal Gedanken machen, wie das Ding aussehen soll. Ja. Ansonsten, wie gesagt, auch Level-Design ist für bestimmte Sachen ein strategisches Element, das gut vorbereitet sein will. Bei einem Shooter oder einem Multiplayer würde ich sagen, ist es relativ wurscht zu dem Zeitpunkt. Da geht es erstmal darum, dass das Grundgerüst funktioniert. Ansonsten sollte man sich da auch Gedanken machen. Also es gibt dann meistens auch nochmal Zielgruppenumfragen und ähnliche Geschichten. Man sollte das auch mal ausprobiert haben und so ein bisschen auch wissen, anhand der Geschichte, was passt zusammen. Ja, das ist auch sehr wichtig. Ja, auch im Prinzip Materialien sind ein wichtiges Thema. Zerstörung. Also habe ich zum Beispiel, kann ich zum Beispiel durch Holz schießen oder nicht? Oder im Fall von MMO, wenn ich was zaubere, geht irgendwas kaputt oder bleibt alles statisch so stehen und nichts passiert. Autorennen zum Beispiel, Schadensmodelle, all das sind so Sachen, ne? Oder auch Balance zum Beispiel. Also bestimmte Materialien sind für die Balance zum Beispiel wichtig. Schützt mir zum Beispiel ein Haus ein, wie bei Battlefield, brauche ich zum Beispiel gewisse Trägermaterialien, die nicht einstutzen oder gewisse Dinge, die mich einfach nur schützen, sonst habe ich irgendwann ein flaches Feld und das war's. Dann gibt es keine Deckung und somit auch keine. Ja, gerade wenn jemand sagt, oder jemand eine andere Waffe hat, gut, ja, okay, wenn man sich gegenübersteht, ist auch egal. Aber ein Sniper kann sich dann am äußersten Rand der Map stellen und einfach alles wegpusten, wo jemand mit der Pistole einfach keine tierisch Probleme kriegt. Ja, was haben wir noch? Definitionen von physikalischen Eigenschaften, ja, Schwerkraft, Bewegungsgeschwindigkeiten von Objekten, von Spielern, von Fahrzeugen, von Kugeln. Fallen Kugeln nach unten oder bleiben die gerade? Also, all das muss auch irgendwo definiert sein. Und da sollte man noch gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel mich an realen Vorbildern bei Kugeln orientiere, dass es auch so ein bisschen in die Richtung geht. Ja, auch Bewegungsgeschwindigkeiten und so. Ich habe immer so früher Wolfenstein Enemy Territory gespielt. Im Gegensatz dazu, das war eher so ein recht schneller Multiplayer. Das Hauptspiel Wolfenstein hat mir ewig nicht gefallen, weil das war so ein Stapf, ein Soldaten mit einem 25-Kilo-Tornister auf dem Rücken. Ist schon schick, aber klar, die rennen nicht die ganze Zeit rum. Aber ganz ehrlich, ist ein Actionspiel. Also, wie ist es wirklich auf Realismus drin oder wie ist es zum Beispiel auf Action drin? Ja, also, das ist zum Beispiel da eine wichtige Frage. Ja, dann ist auch eine Frage, hatte ich wahrscheinlich schon so angerissen, der zerstörbaren Umgebung, genau. Was sich natürlich dann auch noch bei Grafikern und Animateuren und Entwicklern ein bisschen anbringen muss, nach dem Motto, wir bräuchten da was, wenn es kaputt ist, wie es dann aussieht, wie es auseinanderfallen soll, wie es zusammenbrechen soll, wie man es auch überhaupt umsetzt. Also alles so Sachen, je nach Engine könnte das unter Umständen auch komplizierter werden. Ja, auch Kollisionsabfragen. Das Einfachste ist jetzt mal, sag ich mal, ein Baum. Das kann jede Engine, würde ich fast sagen. Aber da gibt es zum Beispiel aus Battlefield 3 so eine nette Geschichte. Ich weiß nicht, wer die Beta gespielt hat. Aber das Blattwerk zum Beispiel, wenn das eine, ich weiß nicht, was wiegt so eine Granate? 500 Gramm, 600 Gramm. Und ich kann durch so einen Busch krabbeln. Also das heißt, der ist ja jetzt mal nicht so dicke. Ja, und ich werfe eine Granate und die bleibt drin hängen. Das ist dann schon ein bisschen Panne. Also so Sachen sollte man da bei den Kollisionsabfragen beachten. Ja? Also dass dann zum Beispiel ein Stammast, das schon kollidiert, aber zum Beispiel ein Busch nicht. Dass man sich darüber Gedanken macht. Ja, oder bei COD, dass man einfach Büsche quasi einfach klack, dann gibt es einen Collider davor und man kommt gar nicht durch, man kann gar nicht ran. Das ist wie, ob das Ding aus Zement ist oder aus Metall ist oder ob das ein Blatt ist, das spielt bei COD keine Rolle. Ja, und genau so. So eine Entscheidung muss man hier einfach treffen. Ja, dann geht es noch weiter mit interagierbaren Objekten. Also habe ich zum Beispiel Türen, die ich öffnen kann, gibt es andere Waffen, Puzzleteile bei Adventures, bei Rollenspielen. Da kann man ja massig finden. Also nehmen wir mal so ein Gothic oder meinetwegen eine Minecraft. Also ja, was kann ich aus verschiedenen Objekten machen? Wie kann ich mit ihnen interagieren? All das sind Fragen, die sollten auch geklärt sein. Und je nach Spieltyp sind sie wichtiger oder weniger wichtig. Ja.
Das waren wir vorhin schon bei der Grafik. Jetzt haben wir im Prinzip schon mal so ein bisschen, was soll wie aussehen, was soll wie gemacht werden. Das könnte ich auch schon langsam anfangen, so an die Animation ranzugehen. Also gibt es Objekte, die sich animieren? Gibt es Lebewesen, die animiert sind? Gibt es Sequenzen, die animiert werden? Also Zwischensequenzen, ne, Zerstörung und so weiter. Dass man einfach da schon mal so einen Plan hat, was brauche ich. Und das ist so ein bisschen, das kommt so ein bisschen dann später mit ins Pflichtenheft rein, vielleicht auch schon ins Anforderungsdokument teilweise. Aber diese Komponenten, dass die einfach klar sind, was habe ich zur Verfügung und aus was möchte ich gerne mein Level gestalten oder wie soll mein Level später aussehen. Ja, und eine der wichtigsten Komponenten, denke ich, zumindest für Multiplayer-Spiele oder eigentlich für alle Spiele, ist die Balance der Spielwelt. Also es darf nicht zu schwer sein, vielleicht sogar mehrere Schwierigkeitsgrade. Es sollte aber nicht wie bei Diablo 3 zum Beispiel ab einem gewissen Modus einfach unspielbar sein, sondern es sollte schon irgendwo eine Herausforderung geben, aber nicht in so eine messliche gehen. Ja, also, oder auch bei Eco-Shootern, dass nicht eine Waffe so schwach ist, dass eine andere einen Schuss braucht und die nächste fünf, wo man natürlich bisweilen genau weiß, wer gewinnt. Ja. Oder Anfänger gerade die Schwächeren kriegen, die gar nichts können. Also das sollte man ein bisschen gucken, dass es ausbalanciert ist, dass es nicht nur auf Wurstlevel einsetzt und die Spieler das wegschmeißen nach ein paar Level. Weil wenn einer unzufrieden ist, wird das schnell rausposaunen und damit verkaufe ich nichts mehr. Ja, was brauche ich noch? Was ist noch Voraussetzung? Ich muss natürlich meine Tests schon mal mit einplanen, so ein bisschen und gucken, was brauche ich überhaupt für Tests. Also grundsätzlich gibt es immer funktionale Tests, die müssen immer gemacht werden, also funktioniert mein Spiel. Das testet erstmal jeder Entwickler für sich und zusätzlich natürlich noch ein Testteam, das den ganzen Tag nichts anderes macht als testen oder wie ihr sagen würdet, spielen. Aber glaubt mir, nach dem 40. Mal das gleiche gespielt, ist es echt übel. Dazu zum Beispiel bei Multiplayer oder bei online gebundenen Spielen, Lasttests, Stresstests, Ausfalltests. Also können meine Server das aushalten? Wenn ja, wie viel? So Sachen sollte ich schon mal mit einplanen. Dass ich auch weiß, ab welchem Zustand von meinem Spiel kann ich das testen. Ab wann habe ich einen Zustand, wo ich sagen kann, okay, ist es so, dass ich nicht mehr so viel dran ändere an der Performance und kann ich jetzt mal testen, wie viele Spieler passen zum Beispiel auf einen Server, dass ich auch weiß, wie viele kommen. Eventuell Vorbestellungen, wenn ich welche habe, weiß ich ja schon etwa, auf was ich mich einstellen kann. Dann kann man mal so eine ja, virtuelle Umgebung quasi mal umsetzen. Ja, was ich mich natürlich auch noch Gedanken machen muss, ist Infrastruktur. Also, das fängt dabei an. Gerade bei Multiplayer-Spielen brauche ich komplette Instanzen. Also, WoW, Guild Wars, Iron und so weiter, brauche ich da wirklich Instanzen, die ich hoste? Wenn ja, wie viele? Welche Rechenzentren? Bei Rechenzentren brauche ich wiederum lokale und global gibt's, oder lokale und globale Standorte. Also, ich habe einmal so, ich nenne es jetzt mal so, also lokale Standorte sind für mich sowas wie in Deutschland oder in der Schweiz und in Österreich, in den USA und so weiter. Dann globale Standorte sind vielleicht sowas wie Ranking-Server oder ja, einfach so vielleicht zentrale hintergeschaltete Einheiten, Datenbanken und so weiter. Also falls ich zwischen einem Server hin und her switch oder falls es so eine Art Balancing gibt zwischen den Servern, dass es zum Beispiel einen globalen hinten dran gibt, der jetzt nicht unbedingt der schnellste sein muss, der vielleicht auch gecached werden kann, also sprich gewisse Daten vorgehalten und später erst geschrieben, zum Beispiel asynchron. Ja. Das sind zum Beispiel so Sachen. Also ich brauche auf jeden Fall verschiedene Standorte. Ich brauche für jeden Standort eine gewisse Redundanz für Strom und Netzwerk. Sprich, also jedes Rechenzentrum hat in der Regelfall zwei Stromanbieter dran oder zwei Stromanschlüsse dran. Das heißt, wenn einer ausfällt und ein Netzproblem hat, kann das Rechenzentrum weiterlaufen. Ansonsten hätten wir ständig keinen Saft mehr im Internet. Und auch das gleiche gilt auch fürs Netzwerk. Da braucht nur irgendwo ein Switch ausfahren oder irgendein Router. Dann war es das für das Rechenzentrum. Dann hättet ihr kein Google und nichts mehr unter Umständen. Vor kurzem ist sowas Ähnliches mal passiert. Deshalb hat man im Regelfall auch zwei Netzwerkanbieter dran, dass man bei Bedarf, wenn einer ausfällt, immer einen als Backup hat. Ja, wenn ich mal soweit weiß, was ich im Prinzip brauche, da geht es im Prinzip noch darum, brauche ich nur Ranking-Server oder brauche ich ganze Spielserver, wie gesagt. Also beim Ranking-Server, ja. Ich kriege halt zum Schluss die Daten, so ein bisschen das Matching von COD, dass die Spieler quasi untereinander hosten und nicht nur einen großen Ranking-Server dahinter stehen habe oder mehrere. Oder brauche ich Spiele-Server? Da kann man sich jetzt auch überlegen, brauche ich eigene? Brauche ich zwingend eigene für ein MMO zum Beispiel? Oder stelle ich nur eigene mit bereit für den Spielstart? Sieht Battlefield und der Rest können die User zum Beispiel machen. Also all das sind so Fragen, die gehören zum Infrastrukturthema, die man beachten sollte.
betrachten sollte und auch mal mit so ein bisschen, ja, anfangen kann, das zu tun. Ja, es kann die Entwicklung, die wird wahrscheinlich auch schon eine Weile laufen zu dem Zeitpunkt jetzt, aber ich muss auch irgendwann mal anfangen, Marketing zu machen. Also Pressemitteilungen, Radio, TV, Kinospots eventuell, Events, Messen. Auch was ganz wichtig ist, Design der Verpackung oder der DVD ist es auch ein Teil von Marketing zu sagen, wie möchte ich mein Produkt verkaufen, ne, also wie soll es aussehen. Ja, also das sind dann so Sachen, die laufen teilweise schon vorher, bevor das Ding veröffentlicht wird, aber schon während der Entwicklung. Also es gibt ja manchmal schon also einen Trailer, Spielszenen und so weiter, wo das Spiel wahrscheinlich in einem total wüsten Zustand ist, aber man hat schon mal irgendwas und kann es mal präsentieren. Wenn es nur kleine Screenshots und Happen sind, damit die Leute einfach neugierig sind, bei Laune gehalten werden, damit es bekannt wird, sich über längere Zeit verbreitet, den Leuten der Mund einfach wässrig gemacht wird. Ja, und dann ein weiterer Schritt ist im Prinzip auch die Herstellung. Ich brauche zum Beispiel Handbücher, eventuell, die kann ich schon mal mit eventuell anhand von meinen Sachen während der Entwicklung teilweise nebenher schon anfangen. Ich brauche eine DVD, wo ich das draufpressen kann. Die Verpackung muss hergestellt werden an sich. Eventuell muss ich sogar, was auch ein bisschen meiner Meinung nach in die Herstellung mit reingehört, spezielle Download-Versionen für das Online-Distributionskanäle. Also sprich meinen eigenen oder Steam oder Origin oder ähnliches. Die sind eventuell auch in verschiedenen Versionen verpackt, ne? Und vielleicht auch je nach Plattform auch noch wäre anders. Ja, das Vorletzte eigentlich ist auch noch ein Partnermanagement, was eigentlich das Vorherige mit eingreift, nämlich zum Beispiel Partnermanagement. Über wen vertreibe ich das? Das kann jetzt ein Publisher sein wie EA. Das kann aber auch Steam sein. Das kann Origin, also ja, Origin gehört ja zu EA, so ein Quatsch. Es kann aber auch sowas wie Gamesload sein oder ähnliches. Also da einfach, ja, dass man diverse Partner hat, die da einfach mit auf dem Markt unterwegs sind. Ja, und das gute Letzte ist dann im Prinzip der eigentliche Vertrieb, den ihr auch schon mal mit angeben muss, wo ihr auch schon mal gucken muss, ihr habt da was. Guckt mal ein bisschen rum. Das geht so ein bisschen, wo könnt ihr das mit unterkriegen teilweise. Ja, guckt euch mal um, verkauft es mal, geht mal zum Mediamarkt, keine Ahnung. Also gut, EE würde es nicht sagen, geht mal zum Mediamarkt, die haben es nicht nötig, aber auch die haben den Vertrieb, um gewisse Dinge mal zu verkaufen oder an andere Zuhändler weiterzugeben. Ja, das war's eigentlich. Ich habe es so schnell wie möglich gemacht. Es ist eine Menge Stoff und es ist ziemlich trockener Stoff, wer bis jetzt durchgehalten hat. Als nächstes kommt dann der Bereich Grafik für die Entwicklung. Also muss ich, was brauche ich alles für die eigentliche Grafikentwicklung? Und dann schauen wir mal weiter. Weiter bin ich leider im Moment auch noch nicht mit meinem Skript hier. Aber ich schätze mal, dann geht es auch langsam so ein bisschen in die Erstellung der Welt. Gut, also in diesem Sinne, ich will euch nicht länger die Nerven strapazieren. Bis dann. Ciao, ciao.